Jo Freunde, heute ganz spontan maximal Bankdrücken. Es ist mir scheißegal, whatever it takes, ihr wisst es. Viel Spaß. Es geht heute um ein Tutorial und zwar, wie ihr sehen könnt, Bankdrücken. Das erkläre ich aber einmal per Voice-Over, denn die Musik ist zu laut. Aufpassen, mitschreiben und ganz, ganz viel Spaß dabei. Wie ihr wisst, war ich ja in der Schulter über die letzten Wochen stark verletzt. Und jeder, der mal mit einer längeren Verletzung zu kämpfen hatte, der weiß auch oder der hat auch Angst davor, wieder die gleiche Übung auszuführen, die Ursache für diese Verletzung war. Deswegen möchte ich euch mit diesem kurzen Tutorial Hilfe schaffen und die Angst nehmen, falls ihr auch in meiner Situation seid oder wart. Bankdrücken zählt zu den Grundübungen und deswegen ist es besonders wichtig, dass der gesamte Körper bei dieser Übung mitarbeitet. Und wie schon sehr, sehr oft von mir erwähnt, heißt es bei allen Oberkörperübungen einmal die Brust ausstrecken bzw. den Brustkorb anheben und die Schulterblätter nach hinten unten ziehen. Damit, ihr seht hier schon die meisten Muskeln bei den ganzen Oberkörperübungen. Wichtige Notiz an dieser Stelle, und zwar erkenne ich immer häufiger in den Studios, dass die Leute beim Bankdrücken ein zu krasses Hohlkreuz machen und damit eben den Bewegungsradius verkürzen. Und der Sinn der Sache vom Hohlkreuz ist es, nur eine grundlegende Spannung aufzubauen. Also übertreibt es bitte nicht. Liegen wir nun auf der Bank. Wie schon eben erwähnt, ist es eine Grundübung. Es beginnt schon mit einem stabilen, festen Stand. Ich ramme die Füße quasi in den Boden ein und spanne meinen Körper dann auf die Bank unter die Hanteln ein. Wie mache ich das? Einmal auf die Zehenspitzen gehen mit den Füßen und ein leichtes Hohlkreuz dann machen. Kommen wir einmal zur Griffbreite. Die ist für jeden unterschiedlich. Und wie ihr hier sehen könnt, nehme ich persönlich die Arme erstmal aufrecht, winkel die Arme auf 90 Grad an und ganz wichtig, ich senke dann die Ellbogen bzw. bewege die Arme zum Körper hin, um eben nicht die Schulter im Fokus dieser Übung zu haben, sondern das, was wir treffen wollen, natürlich die Brust. Bei der Ausführung solltet ihr unbedingt darauf achten, dass die Ellbogengelenke und die Handgelenke auf einer Linie sind, damit ihr eben eine optimale Belastung auf die Gelenke habt und so das Risiko einer Verletzung minimiert. Und schließlich der letzte Tipp, und zwar beim Herablassen der Stange achte ich darauf, dass ich gedanklich die Arme nicht vom Körper abspreize, sondern dass ich die Ellbogen zum Körper hin absenke. Damit habe ich einfach ein besseres Gefühl in der Brust, Thema Mind-Muscle Connection, und vor allem weniger Belastung auf der Schulter bzw. auf den Sehnen, denn ich habe wirklich keine Lust mehr, mich beim Bankdrücken zu verletzen. Das war's kurz zum Thema Bankdrücken. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß mit dem weiteren Video. Boah, Freunde, es ist Donnerstag, ich bin im Arsch. Ich sitze gerade hier im Auto und ja, Wetter ist ziemlich scheiße, wie ihr sehen könnt. Ich gehe zu meiner Tante was frühstücken, denn meine Cousins sind noch da. Wir waren gestern Halloween feiern, nach einer langen Zeit mal wieder. Bin ich voll im Arsch, aber trotzdem keine Ausreden. Gleich gibt es einmal Bein, Rücken, Bizeps und später dann zu meiner Mom. Fertig mit dem Training und passend zum Training eben kurz was zum Thema Autoregulation für euch. RPE-Skala habe ich schon mal erklärt gehabt. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut einfach mal in meinen älteren Videos nach, da habe ich das super erklärt. Autoregulation ist einfach die Performance an die Tagesform anzupassen. Ein ganz kurzes Beispiel dazu. Angenommen, ihr macht Bankdrücken 10 Mal. Und das ist bei euch eine RPE 8. Heißt, ihr hättet noch 2 Wiederholungen machen können. Ja, das beim letzten Training. Jetzt kommt der Tag, ihr habt schlecht geschlafen, ihr habt schlecht gegessen, ihr seid was angeschlagen, schlecht drauf oder wie ich, ihr hattet eine lange Nacht. Dann kann es schon mal gut sein, dass wenn ihr jetzt Bankdrücken macht, schon bei der 8. Wiederholung merkt, boah, das ist für mich jetzt schon eine RPE 8. Sprich, eure Leistung hat sich natürlich gemindert, dadurch, dass ihr eben eine schlechtere Tagesform habt.
schlecht geschlafen hat, wie gesagt, was ich eben aufgezählt habe. Da würde ich euch natürlich empfehlen, eben das so anzupassen, sprich das Training oder das Volumen an eure Tagesform anzupassen. Damit mindert ihr nämlich das Verletzungsrisiko, ihr mindert das Risiko, zu viel Volumen zu fahren, euer zentrales Nervensystem zu überlasten. Das ist eben so ein Tool, wo man das Training ganz gut anpassen kann, eben an seine Tagesform. Das ist eben super wichtig, was ich heute auch gemacht habe. Ich habe mein Volumen sehr stark runtergefahren. Ich habe einfach Supersätze eingebaut, zwar ein bisschen intensiver, aber im Allgemeinen habe ich weniger Volumen gemacht, weniger Gewicht bewegt. Weil, ganz ehrlich Leute, Fitness und Training, das ist einfach ein Long-Term-Goal. Heißt, auf kurze Sicht bringt es nichts, auf Biegen und Brechen immer zu viel zu machen, immer hart zu trainieren, euch über euer Limit zu schießen. Deswegen gehe ich lieber einen Schritt zurück und gehe dafür das nächste Mal zwei Schritte vorwärts. Ich gehe jetzt einmal duschen und dann schaue ich mal, was heute noch so ansteht. Es hat eigentlich aufgehört zu regnen, aber es ist gerade mal, ich glaube, 17 Uhr und schon mega dunkel. Yo, was geht ab, Leute? Es ist Samstag und morgen kommt das Video online. Ich bin hier unterwegs mit dem Tobi. Wir gehen auf den Hubertusmarkt. Der Hubertusmarkt ist ein kleiner Jahrmarkt bei uns in der Stadt. Als Kind, oder beziehungsweise jetzt, wenn ich rüberlaufe, dann kommen hier so krasse Kindheitserinnerungen wieder hoch. Tobi, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich weiß auch, damals in der Realschule, da hat man sich immer verabredet, wann ist man wo am Hubertusmarkt. Man hat immer jeden gesehen, der auf der eigenen Schule war oder auf der Nachbarschule. Und ich habe immer viel Spaß gehabt und es war einfach so ein Sehen und gesehen werden. Ja. Aber heute ist das irgendwie alles anders. Man läuft drüber, man schaut sich das an. Ich bin ehrlich, ich laufe eigentlich nur drüber, um halt mir die vergangenen Erinnerungen wieder hochzurufen. Was zu essen, ja. Ja, zwischendurch auch was zu essen natürlich. Aber halt so das Gefühl zurückzuholen, als man noch Kind war, als alles so locker war, als man einfach so durch das Leben gelaufen ist, ohne Ziel. Man wollte einfach nur im Moment Spaß haben. Ja, einfach glaube ich deswegen so ein bisschen. Und es ist ziemlich kalt geworden. Wir machen trotzdem für euch die krassesten Aufnahmen, damit ihr was Geiles davon habt. Wir verabschieden uns schon mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen hoch. Einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann nächste Woche. Ganz, ganz viel Spaß. Ich werde mir mega viel Mühe geben. Bis dann. Ciao. So just when the world's saying they got no hope, here comes the love.